Spektakulärer Unfall auf der Gustav-Esche-Straße in Leipzig. In der Nacht ist ein Autofahrer auf dem Weg Richtung Ortsteil Leutsch in einer Kurve geradeaus gefahren, hat dabei einen Zaun durchbrochen und einen Baum nur knapp verfehlt. Hinter einem weiteren Zaun landete das Fahrzeug auf den Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Gegen 2 Uhr erfasst ein Güterzug den Wagen, wodurch er kopfüber liegen bleibt. Das Dach des Seats wurde völlig zerfetzt. Doch niemand wurde verletzt. Der Fahrer ist wohl vor dem Crash mit dem Zug aus dem Wagen ausgestiegen. Er soll 1,1 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Nach Angaben der Polizei kam es zu keinem Personenschaden. Das Auto wurde per Kran auf einen Bergungszug gehoben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.